ist Natalia Sharonova, ich bin Business Intelligent Developer bei ProSiebenSat1. Unsere Firma macht Entertainment. Das heißt, alles, was im Fernsehen läuft, im Web, zum Beispiel auf ProSieben.de oder im App oder Smart TV, die ganzen Daten werden bei uns eingebindet, aggregiert und analysiert. Das heißt, wir wissen, was so gelaufen ist, welche Werbung wurde eingespielt und wie lange und wer hat es geschaut. Weil es schnell ist und es läuft auch sehr viel automatisch im Hintergrund. Das heißt, ich muss mich nicht um Indexes kümmern, es wird alles automatisch angelegt und optimiert, aber andersrum, ich kann mich da einloggen und anschauen, was im Hintergrund passiert. Unsere Datenanalysten und Fachbereich, der arbeitet mit Daten über so ein Frontend-Reporting-Tool und das heißt, wenn wir die Daten über Exasol einbinden, dann geht die ganze Arbeit viel schneller.